Herzlich willkommen zum Vortrag über die Print Roadmap. Und ja, und es gibt in diesem Vortrag kein Filmquiz. Wir haben keine Tassen mehr. Eine Roadmap ist letztendlich wie eine Reise. Und wohin die Reise eigentlich geht, ist völlig nebensächlich. Sondern, ihr habt es schon mitbekommen, es ist sehr entscheidend, wer bei der Reise an der Seite steht. Und deswegen begrüße ich herzlichst Dietmar Feld, Chief of Operation und verantwortliche Produktmanager unserer neuen Produktlinie Print Cloud. Willst du klicken? Dietmar? Auch allen schönen guten Morgen. Ich kann klicken, ja? Kannst du. Bevor wir darüber sprechen, wo wir hinreisen wollen, möchten wir darüber sprechen, wie wir reisen wollen. Also mit Rikscha, Flugzeug, Yacht, zu Fuß, Bike, E-Bike, was auch immer. Und das Gefährt, das wir uns ausgesucht haben, heißt Synovation. Genau. Und wir wären ja nicht in Deutschland, wenn es nicht für alle Begriffe immer auch neue Begriffe geben würde. Wir haben eben schon sehr viel den Begriff Innovation gehört. Und ganz leicht ist es auch beim Horst angeklungen, dass dieser Begriff sehr häufig sehr technokratisch gesehen wird. Auch sehr ingenieurmäßig, dass man sagt, man braucht Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D und dann komme ich zum Ergebnis und dann ist alles gut. Wir wollten diesen Innovationsbegriff gerne erneuern und da hilft uns auch die Zukunftsforschung ein wenig. Auch da gibt es Untersuchungen, wie man Innovation neu begreifen muss, gerade auch in den Zeiten von agiler Entwicklung, wenn es um Softwareentwicklung geht. Und daher haben wir uns den Begriff für unser Mindset, wie wir in die Entwicklung gehen, ausgesucht. Der heißt Innovation, ist ein Kunstwort aus zwei Begriffen. Der erste Teil ist die Synthese. Und bevor ich das erkläre, muss ich mich bei meinen vergeblich bemühten Chemielehrern entschuldigen. Aber dennoch versuche ich es jetzt mal. Synthese ist in einfachen Worten die Verbindung von zweier oder mehr Elementen zu etwas Neuem. Und das tun wir ja auch übertragen auf die Print Cloud, machen wir das. Wir benutzen teilweise etwas Vorhandenes, wie den PDF-Renderer, man könnte auch sagen den Print Comet. Wir entwickeln was völlig Neues, nämlich die Print Cloud-Architektur, die unterhalb des Services liegt. Und wir möchten auf dem Weg dorthin offen bleiben und auch der, dem kreativen Zufall, könnte man sagen, eine Chance geben. Denn nicht der Weg ist immer wichtig, A, B, C, sondern das Ziel. Und da mag es viele Ziele geben und viele Wege und nicht immer schlägt man von vornherein den richtigen Weg ein. Ja, bevor wir da weitermachen, reden wir natürlich auch, wenn es ein Weg ist und wenn wir auch Freiraum für kreative Inputs und auch für den Zufall haben. Ich schaue jetzt, ich will gar nicht auf die Folie schauen. Gabi, steht 4-1 oder 4-2 drauf? Juhu, ist schön. Ja. Wenigstens da ist es richtig. Ja, manchmal bekommt man die Ausschreibung. Dann füllt man eine Excel-Liste aus mit 100, 200, 300 Kriterien, je nachdem, kennen wahrscheinlich viele hier in dem Raum. Und dann gibt es dann noch immer so einen zusätzlichen Satz, der heißt, naja, wenn Sie die 200 oder 300 Kriterien jetzt dann wahrheitsgemäß und zutreffend ausgefüllt haben, bitte legen Sie noch Ihre Roadmap für die nächsten drei, idealerweise für die nächsten 5 Jahre bei. Super. So, wenn man dann in so einem Ausschreibungsprozess ist, ist das ab und an schon der Fall, dass dann der Vertrieb die Wahrheit etwas dehnt und sagt, natürlich haben wir eine Roadmap für die nächsten 5 Jahre. Natürlich haben wir die nicht, weil sich Dinge ändern und wir neue Erfahrungen haben, aber das ist so mal grob die Themen, die wir da adressieren und vorhaben. Dann schickt man halt dann die 3- oder 5-Jahres-Roadmap hin. Es ist natürlich
aus der Perspektive der, der Synovation natürlich eigentlich nicht der richtige Weg. Wir gehen natürlich bei der Print Cloud, das werden wir nachher sehen, einen sehr radikalen Synovation-Weg. Bei unserem etablierten Produkt mit knapp 500 Kunden geht das natürlich nicht ganz so, aber wir wollen da ganz bewusst auch in Zukunft ein bisschen mehr Freiraum schaffen. Wie schon eingangs erwähnt, in der Keynote nicht 4.1, 4.2, heute Pre-Release. So gesehen ist nicht eine ganze Weltpremiere, ein paar haben es schon gesehen. Das wird Gabriele Siegert machen. Es gibt letztendlich, ich will dir deinen Vortrag nicht vorgreifen, aber mal ganz wesentliche Punkte. Es gibt eine neue Oberfläche, die wir denken, dass die ziemlich cool ist. Wir haben ein neues Workflow-System integriert, Camunda, um letztendlich auch besser andere Workflow-Systeme, andere Prozesse integrieren zu können. Es gibt ein neues Modul Flatplan für die Verplanung und Organisation von Publikationen. Und das Team ganz groß vom Paul-Team ist, glaube ich, hier nicht im Saal. Comet hat ein Facelift erfahren. Einfach mal hingehen und schauen. Das ist das, was wir, Details wird Gabi erzählen, das ist das, was wir vorhaben. Wir wollen es im Q1 nächsten Jahres releasen. Dann findet in Q4, hoffentlich am Anfang von Q4, dann der Release 4.3, wo wir den Flatplan um die Rasterverplanung, um die sogenannte Gridverplanung erweitern. Dann haben wir den großen Release 5.0 vor im Q3 nächsten Jahres, mit, wo dann die ganze alte Print-Planner-Oberfläche ersetzt wird, wo auch dann das Tabellenmodul und die Facettenkonfiguration in dem neuen NeoWise-Oberfläche stattfinden. Der Rest, Details, verweise ich auf den Vortrag von Gabriele Siegert. Gut. Vielleicht noch mal ganz kurz, als wir begonnen haben, ich glaube vor 1,5 Jahren, Horst. Ja, gedanklich haben wir da schon vorher angefangen. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Kohle gab es nicht früher. Was wollten wir erreichen? Also ich habe auch eben von den Zielen gesprochen. Wir wollten 100%ig cloud-nativ sein. Das heißt also keine Kompromisse hinsichtlich der Architektur. Wir wollten auf Basis von Standard-Services arbeiten. Wir wollten hochskalierbar sein. Das heißt also, auf unserer Cloud sollen sich sehr viele Kunden bewegen, sicher bewegen. Die Daten müssen getrennt sein. Es gibt ja gleich noch den Datasheet-Service, der ist ja schon ein paar Mal gefallen, der wird gleich noch vorgestellt. Der Datasheet-Service kann von einem Kunden mit einer Rendering-Instanz genutzt werden oder von 1000 Kunden mit 1000 Rendering-Instanzen oder mit 10.000. Natürlich, das ist theoretisch, weil natürlich ist es in irgendeiner Art und Weise mit den Computing-Ressourcen natürlich begrenzt. Wenn ich keine Rechenkapazitäten mehr habe, dann kann ich auch nicht unendlich skalieren. Aber rein theoretisch würde das gehen. Und als einer der Hauptunterschiede habe ich hier mal dargestellt, dass egal eigentlich mit welcher Software das ist, da ist nicht die Print Suite allein, sondern ein traditionelles Publishing-Projekt oder alle Projekte, die on-premise durchgeführt werden, die haben verschiedene Phasen. Ich habe da einfach mal welche angedeutet. Da kann man sich noch drüber streiten, ob da die eine oder andere fehlt oder anders benannt werden soll. Nichtsdestotrotz, es gibt einige Phasen und man muss sich selbst im Optimalfall auf Wochen einstellen und nicht einstellig oder auf Monate. Und was wollen wir erreichen im Unterschied dazu? Natürlich immer auf Standard-Services, runtergebrochen auf eine ganz spezifische auf einen ganz spezifischen Service. Wir wollen das Ganze von Wochen auf Tage reduzieren. Das ist unser Ziel. Aber da wird auch schon deutlich, das wird dann nicht der hochkomplexe Hoffmann-Katalog sein, den ich in Tagen mal eben kurz machen kann, sondern... Ich weiß, Enttäuschung. Das werden deswegen auch im ersten Schritt die Datenblätter sein und im Idealfall auf Basis der Standards, aber natürlich ist ein Customizing möglich. Das sehen wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, weiß ich gar nicht genau. Genau. Da ist nochmal der Datasheet-Service vorgestellt. Das ist also unser erster offizieller Service.
Die Akeneo-Logos stehen ja auch nicht zufällig. Das sind unsere Werbeunterlagen für den Akeneo Datasheet Service, der bei Akeneo im Shop angeboten wird, richtig? Ja, genau. Wenn ich da kurz noch etwas betonen darf. Schaut in meine Augen. Schaut auf meine Lippen. Standard-Templates. Ich mache es noch die andere Richtung, dass es klar wird. Standard-Templates. Wenige Tage Standard-Templates. Deswegen haben wir auch mit dem Datenblatt-Service angefangen. Und dann, wir haben ein bisschen früher angefangen. Eigene Erfahrung aus WordPress. Da kann man Schemes kaufen. Kosten typischerweise 10 Dollar. Klasse Schemes, du nimmst die und an denen kannst du auch noch leichte Adaptionen machen. Aber du erweiterst diese Schemes nicht. Du nimmst das Schemes, du machst deine Farben rein, du ballerst dein Logo rein und das war's. Kostet 10 Dollar. Ich sage nicht, dass das bei uns 10 Dollar kostet, aber die Tassen kosten echt viel Geld. Es ist ein Standard, den kann man adaptieren und den kann man ganz schnell verwenden. Und das wird auch im WordPress, ja auch in vielen Webshops gemacht. Man fängt mit einem Standard-Scheme an, denkt an meine Keynote, dass ich sage, man macht es mal ganz schnell, man sammelt Erfahrung. Und dann sagt man, oh, das ist schon mal ganz toll, aber ich brauche ganz andere Templates. Und das ist möglich, aber eine ganz andere Geschichte. Ihr versteht? Ich mache das nochmal zur Verdeutlichung. Standard-Templates. Genau. Möglicherweise muss man bei individuellen Templates ja auch spezifizieren. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Gut, wie sieht das schematisch aus? Letztendlich, man hat ein Content-System, das kann ein PIM-System sein, was auch immer. Wir nennen dann unser Lightweight Middleware, so könnte man es vielleicht sagen, Data Agent. Und das ist auch der Grund, warum es im Moment heißt, das ist der Akeneo Datasheet Service, der publiziert ist. Und wir haben einen Rendering Service. Der Data Agent macht aus den Daten, die irgendwie strukturiert sein müssen, logischerweise transformiert er die Daten in unserem XML-Format. Das wird zum Rendering Service geschickt. PDFs werden erstellt. Und auf die geeignete Art und Weise des Zielsystems dann wieder zurückgeschickt. Auch da gibt es Unterschiede und genau das ist der Grund, warum der Data Agent für jedes Content-System angepasst werden muss. Meistens ist es REST, es kann aber auch filebasiert sein, was auch immer. Weitere sind dafür auch in Vorbereitung. Darf ich kurz noch etwas? Danke. Dietmar hat etwas sehr Wichtiges formuliert, ich will das nur noch mal betonen, Standard-XML. Also das ist auch der große Unterschied der Print-Suite. Bei der Print-Suite geht man hin und sagt, naja, lass uns mal ein Entitätenmodell, lass uns ein fachliches Datenmodell entwickeln, angepasst auf eure Bedürfnisse, auf eure Publikationsbedürfnisse. In Print Cloud, ihr wisst jetzt, was kommt, Standard-Datenmodell. Ich mache es nochmal andere. Standard-Datenmodell. Das heißt, die ganzen Standard-Templates fußen auf einem Standard-Datenmodell. Und das Reinpressen in das Standard-Datenmodell findet bei den Data Agents statt. Auf diese Art und Weise ist es uns auch möglich, Projektkonfigurationen immer wieder zu übernehmen, auch als Vorlage zu nehmen. Die Standards. Genau. Ja? Sind diese Standard-Templates und die Standard-Datensets denn auch irgendwo im Standard einsichtbar oder einsehbar? Also gibt es da schon Unterlagen dazu? Die Unterlagen haben wir natürlich im Moment zur internen Verwendung. Wir bereiten bestimmte Dinge vor. Das Templating wird als eines der ersten Dinge freigegeben werden für Partner. Wir müssen im Moment natürlich, ich sag's mal, auf den Punkt gebracht, höllisch auffassen, dass unsere Konfiguration, also das ist eine mögliche Konfiguration, das sehen wir gleich auch am Architekturschaubild, nicht das ganze System kompromittiert. Deswegen gehen wir in einzelnen kleinen Schritten vor. Im Grunde genommen fungiert unser eigener interner Professional Service jetzt gerade als Pilotpartner sozusagen. Und wenn wir da sicher sind, läuft
Und wenn einer einen falschen Knopf drückt, wird auch nicht die ganze Cloud gelöscht. Nur Facebook. Ja, nur Facebook. Ach, waren wir das? Oh. Ja, schade. Dann gehen wir es frei. Und Herr Zimmermann, ich liebe Ihre Betonung von Standard. So, und damit da auch keine Missverständnisse aufkommen, werden wir, bitte ich Sie, Ihre... Achso, nee. Ach, die fehlt hier. Also hier ist es nochmal zusammengefasst und auch nochmal Print Cloud ersetzt in keinster Weise die Print Suite. Standard. Dann gehen wir da mal drüber weg und dann biete ich Sie Ihre Stühle in einer angenehmen Lage zu bringen, denn in den nächsten 2 Stunden sprechen wir über die Architektur in den Einzelheiten und allen Details. Kaffee gibt es nicht und Wasser haben Sie ja hoffentlich. Nein. Dazu gibt es einen kleinen Einblick um 3:15 vom Print Cloud Team und wir wollen da auch tatsächlich offen in der Kommunikation sein und da gibt es im Grunde keine Geheimnisse, fast keine. Malträtieren Sie die Kollegen mit Fragen, die werden, soweit Sie das können, gerne antworten. So, und jetzt kommt eine bekannte Folie mit anderem Inhalt. Die Print Cloud Roadmap. Natürlich haben wir noch einiges zu tun. Bei uns ist das nicht, es sind auch Dinge in der Architektur zu tun. Wir haben von vornherein auch Sicherheitskonzepte mit berücksichtigt, weil das ist natürlich bei Cloud-Themen ein sehr, sehr wichtiges Themengebiet. Deswegen würde ich das auch nicht alles einzeln durchgehen, sondern ich konzentriere mich mal im Verlauf der nächsten 3 Folien, glaube ich, sind es, auf die Services. Wie ja eben schon gesagt, der Datasheet Rendering Service steht grundsätzlich zur Verfügung. Derzeit gibt es den Data Agent, der also sich um das Datenmanagement kümmert, für Akeneo. Weitere sind in Vorbereitung. Auch in Zusammenarbeit mit einem Partner und auch da sind unsere Partner aufgerufen, sich gerne zu melden, wenn sie eine gute Idee haben oder gerade ein Vorhaben haben, wo das passen könnte. Wir sind da zu allen Schandtaten bereit. Als Cloud-Service. Und natürlich, was ist wichtig, da sind wir bei dem, was wir testen müssen. Was ist wichtig, wenn man Templates anpassen will oder wenn man ein Projekt neu konfigurieren will? Der Konfigurationsclient, der ist jetzt in der ersten Version soweit fertig. Unsere Leute testen den derzeit und realisieren die ersten Projekte damit. Mal weitergehen. Nächstes Jahr. Es wird deutlich mehr Data Agents geben. Wie ja eben schon gesagt, auch weitere Rendering-Services sind denkbar, weil ein Datasheet ist in unserer Wahrnehmung auch ein Datenblatt und kein Flyer oder Plakat oder was auch immer. Dafür gäbe es dann eigene Standard-Templates, die dann auch wiederum die Zielsetzung haben, es wieder zu verwenden. Und das Thema Direct Mailing wird nächstes Jahr eine Rolle spielen, also Personalisierung von Werbemitteln. Wo wir als Cloud-Service im Grunde genommen Daten anziehen, personalisierte Daten und dann Content aufspielen. Einfachster Fall, Postkarten als Beispiel. So, und dann sind wir schon in 23. Wir haben nämlich, im Moment ist das alles ein Headless-System, weil wir die Schwerpunkte auf die Architektur gelegt haben. Wir werden in 22 anfangen mit dem UI, aber wir glauben, weil wir ja auch noch ein paar andere Aufgaben haben, dass es noch ein bisschen dauern wird. Deswegen ist es jetzt im Moment für 23 eingeplant, dass wir eine erste Version haben von dem UI der Cloud und damit auch einen Kauf-Workflow auf die Seite draufpacken und mehr und mehr Self-Services, wie ich denn zu so einem Service komme, einrichte. Hinzugenommen mit dem Partner-Ökosystem. Wir haben uns auch vorgenommen, eine UI-basierte Datenintegration anzubieten.
mindestens für Excel-basierte Workflows oder CSV-basierte Workflows oder Cloud-to-Cloud-Kommunikation. Genau, zu Office 365 oder sowas. Genau. Aber auch da, wenn da jemand sich beteiligen möchte, Anregungen hat, jede Anregung ist willkommen. Da nochmal alles auf einen Blick. Das überspringen wir jetzt. Also, die wichtigsten Themen aus meiner Sicht sind, es gibt mehr Data Agents, also es wird eine Vielzahl von Content-Systemen unterstützt. Personalisierte Werbung wird als Services möglich sein. Und auch eine Herzensangelegenheit, der Print-Commit Desktop wird in 23 auch in die Cloud, in der Cloud angeboten werden. Für kleine, mittlere Projekte, da denken wir an Agenturprojekte. Ja. Und solche Dinge. Ja. Gut. Soll mal eben durchblättern, habe ich das? Das haben wir alles, das haben wir alles. Ich glaube, wir sind durch. Dann Fragen, oder? Ja, genau. Fragen, Anmerkungen, Inputs. Also prinzipiell Roadmap statt zweimal Python-Support, wird das C-Skript ersetzen oder ergänzen? Hat eine mehrfache Bewandtnis. Es gibt, also ich verweise da zuerst mal auf den Vortrag von Pauls Team, da werden die das euch zeigen. Es wird Accelerating Packages relativ schnell geben, die können aber Partner noch nicht editieren. Wir wollen erst zu 5.0 die Python-Integration den Partnern geben. Es gibt dann ein Pre-Release-Programm dazu. Es wird Ergänzen geben. Wir haben, glaube ich, Gabi, hast du es gerade im Kopf, 300 Funktionen schon auf Python? Ich glaube, waren es 300. Leo hat gestern schon wieder eine größere Zahl. Ja, die wächst. ist natürlich das klassische Pareto-Prinzip, dass wir mit 10% der Funktionalitäten schon mal 80% machen. Warum tun wir das? Das hat sehr viele gute Gründe, denken wir. Das erste ist natürlich, wir wollen einfach die letzte Adaption, die letzte halbe Meile, natürlich auch in einer mehr populären und bekannten Skriptsprache machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist eigentlich der Impuls, das ist, ich sag mal, in der Print-Suite-Welt ein wichtiges Feature, aber kein K.O.-Feature. In der Print-Cloud-Welt ist es ein K.O.-Feature, weil durch die hoffentlich viel größere Verbreitung, die wir versuchen zu erreichen, können wir dann nicht mehr sagen, hey, lerne C-Skript und das machst du den ganzen Tag, das geht nicht. Und deswegen ist es aus Dittmars Team-Perspektiven absolutes Must-Feature, wenn wir das auch dem erweiterten Ökosystem zur Verfügung stellen. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass der Desktop, die Desktop-Integration 23 kommt, genau. Weil wir brauchen ein gewisses Befehlsset in Python, damit es Sinn macht. Ich glaube gerade bei Cloud-Anwendungen, ich glaube, du hast es eben auch nochmal gesagt, vielleicht auch bei digitalen Vorhaben, das ist ja dann sehr vergleichbar, werden wir auch eine größere Gruppe haben von Leuten, die das einfach mal austesten wollen. Und die werden nicht C-Skript ein halbes Jahr vorher lernen oder 3 Monate. Das ist eigentlich, wie du schon sagtest, auch, da, verstehen, kein, aber auch da kein Hindernisgrund eigentlich. Aber bei Python denken wir, da gibt es dann irgendwo, gibt es jemanden im Untergeschoss oder Mittelgeschoss oder wo auch immer im Unternehmen und dann beschäftige dich doch bitte mal damit. Wir wollen mal eine kleine Ausleitung machen, ob das was für uns ist. Und da wäre C-Skript, glaube ich, ein K.O.-Kriterium. Ja. Und dazu noch ergänzend, ich habe in meiner Keynote gesagt, wir entwickeln nicht die Print-Suite neu, weil das macht keinen Sinn. Wir gewinnen damit keinen neuen Kunden, außer dass es dann halt skalierbarer ist. Bla, bla, bla. Deswegen haben wir uns für einen völlig anderen Weg entschieden. Aber wir gucken jetzt natürlich mit äußerster Sorgfalt und Bedacht, wenn wir auf ein von beiden Plattformen etwas entwickeln, dass es eine Synergie gibt. Python ist ein wunderbares Beispiel. K.O.-Kriterium auf Print-Cloud-Seite, auf der Print-Suite-Seite, Q
cooles Feature. Und da haben wir noch viele andere Dinge. Also wenn ihr dann in Zukunft seht, dann sind die jetzt völlig besoffen, dann denkt dran, dass das etwas mit der Synergie beider Plattform zu tun hat. Und das Dritte ist auch noch ganz wichtig. Wir haben immer in der Historie haben wir immer relativ schnell auf der Prinz wieder was rausgeballert und gesagt, ballern wir raus. Deswegen haben wir unsere Partner, die schauen das an und die testen das und geben uns Feedback. Diese Kultur werden wir teilweise beibehalten. Auf der anderen Seite werden wir diese Kultur unterbinden. Weil das ist das, was Dietmar ja ausgeführt hat. Es ist ja von enormer Bedeutung bei einer Cloud-Plattform, dass das, was man delivert, funktioniert. Deswegen, wenn man die Roadmap da anschaut, sind das ein Großteil der Themen rund um Delivery, Qualitätssicherung, Tests und allen diesen. Ja. Und diese, wenn wir keine Print Cloud hätten, hätte heute wahrscheinlich Paul gesagt, geht auf den FTP-Server, ladet euch runter, fangt an mit Python. Ne? Jetzt wird Pauls Team sagen, ja, schaut mal, was wir da Tolles so haben. Und eigentlich haben wir schon, wie auch immer, hunderte von Funktionen. Aber es gibt erst in 5.0 zu den Partnern vorher ein geplantes Testprogramm, dass wir sicher sind, dass es funktioniert. Also da wird sich auch, bitte ich um Verständnis, einfach auch Teile unserer Policy muss sich einfach ändern. Und auch wenn wir jetzt hier gegenüberstehen, die Print Suite ist und Print Cloud stehen nicht gegeneinander oder sich gegenüber. Wer genau aufgepasst hat, steht auch in der Print Suite Roadmap eine Print-Cloud-Integration. Ja. Und natürlich, aus unserer Sicht macht es unter bestimmten Umständen auf jeden Fall Sinn, auch die Print-Cloud zum Beispiel als Rendering-Farm zu benutzen, um aus der Print-Suite heraus als Datenquelle Datenblätter zu erzeugen. Genau, also das werden wir relativ schnell machen, dass man sagt, komm, ich brauche gar keinen sperrigen InDesign-Server für ein Datenblatt, ich brauche vielleicht Comet Desktop für meine Katalogproduktion, wo ich den Content im Print Planner, also neuerdings dann in Flat Plan, zusammenstelle. Ich mache das im Comet Desktop, ganz klassisch, ganz traditionell. Aber Datenblätter will ich mir ja keinen InDesign-Server, einen schweren, mit diesem ganzen Kram ans Bein binden. Da nehme ich dann diesen Cloud-Service von Print Cloud. Also so eine Mischung gibt es. Und anderer Weg geht auch. Wir haben das schon gemerkt, was uns sehr freut. Nämlich in dem Acneo Datenblatt-Service, die Kunden, die wir bereits gewonnen haben, haben gesagt, super, ging ja ganz schnell, Wahnsinn, aber wir brauchen jetzt auch Kataloge. Geht das mit dem Datenblatt-Service? Ihr könnt euch die Antwort denken. Nein und ja, nein, nicht mit Cloud, aber mit der Print Suite geht das natürlich par excellence. Also wir haben da schon auch tolles Upselling-Geschäft, dass man sagt, da nehme ich einen Service und bei anderen Touchpoints nehme ich die Print Suite. Also das ist in keinster, also wir sind überrascht, dass so viele dann relativ schnell gekommen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt auch Kataloge haben. Klasse Sache. So ist das. Und das ist natürlich auch für Partner interessant. Schnelles Projekt zu Beginn anfüttern sozusagen. Und dann kommt der Bedarf von selbst. Genau, und es wird sicherlich in Zukunft werden wir, wenn wir auch neue Module entwickeln, werden wir immer überlegen, ob wir das dann auf der Cloud-Plattform machen, das in die Print Suite Enterprise machen oder wie wir das spielen oder etwas entwickeln, was dann beide Plattformen verwendet. Okay, jetzt haben wir schon wieder zu viel rumgequatscht. Noch weitere Fragen? Also ich habe eine Frage, und zwar Wie entsteht eigentlich die Entscheidung, dass man jetzt zum Beispiel Python als Sprache nimmt? Also ist das irgendwie in einer Abstimmung irgendwas entstanden oder hat das besondere technische Gründe? Besondere technische Gründe hat es meines Wissens nach nicht. Also ich vermute mal, dass unsere Entwickler jetzt widersprechen würden. Die werden sicherlich eine Evaluierung gemacht haben und geschaut haben, okay, welche allgemein bekannten Skriptsprachen sind denn überhaupt geeignet, um in den Kometen integriert zu werden.
Und dann gab es wahrscheinlich eine Liste, korrigiere mich, und Python ist ja durchaus verbreitet und daher ist die Wahl wahrscheinlich darauf gezogen. Oder hast du noch was? Ja, ich will was ergänzen. Wir denken da ein bisschen anders. Wir sind vollständig überzeugt, dass nicht nur unsere Entwickler, sondern alle Entwickler kreative Menschen sind. Vielleicht nicht jetzt so unmittelbar, was man so im Marketing unter Kreativität verstehen, aber dass die Leute tolle Ideen haben. Und wir nehmen für uns nicht in Anspruch, also ich sag mal das Management, das besser zu wissen. Wir machen im Prinzip ein Minimum an Vorgaben. Unsere Vorgabe an das Team von Paul war, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Alternative zu C-Script. War die Reaktion so erstmal, sagen wir mal, positiv formuliert verhalten. Verstehe ich, weil wenn man das anschaut, das ist ja so was Mächtiges, das ist ja unglaublich. Dann haben sie gesagt, warum? Dann haben wir gesagt, naja, wir brauchen etwas, wo die Leute Erfahrung haben. Also dass genau nicht diese Einarbeitung notwendig ist. Oh, das kann man doch ganz schnell in C-Script, das hat man, das braucht man ja nicht, das kann man ja. Nicht alle, lieber Paul. Manche, aber nicht alle. Also wir brauchen eine populäre Skriptsprache. Das war unser Input. Und dann haben die gesagt, Python. Dann haben wir ein paar Fragen gestellt, warum. Das klang für uns plausibel und dann war das so gegeben. Das läuft bei uns generell so. Und wenn man Pauls Team betrachtet, wenn die zurückkommen und sagen Python, dann steht das nicht auf einer PowerPoint-Folie, sondern sie zeigen uns den ersten Prototyp. Und dann waren, glaube ich, damals schon 50 Funktionen implementiert. Hey, schaut mal, haben wir schon gemacht. Das ist auch gut so, weil dann haben sie Erfahrung gesammelt und nochmal ihre Entscheidung revidiert. So läuft das bei uns in wesentlichen Dingen, dass wir versuchen eher, dass die Ziele, die wir erreichen wollen, zu formulieren und dann sag mal das reinwerfen in kreativen Prozessen und sagen, was rauskommt. Und da haben die uns auch schon an der einen oder anderen Stelle auch schon vor großen Schaden bewahrt. Also ist ein Dialog und wir geben das nicht vor. Ganz bewusst nicht. Sonst könnten die ja immer noch hintenher kommen und sagen, ja, wir hätten ja das gemacht, dann hätte es keine Probleme gegeben. Ist schon klar. Also die Leute in die Verantwortung bringen und in den Gestaltungsraum. Ist ja auch bei deinem beim Print Cloud Team so, alle Technologien. Das ist ja genauso, warum sollte ich Technologie vorgeben? Das machen wir gemeinsam, entscheiden wir gemeinsam. Und dann stellen wir halt ein paar dumme Fragen. Sebastian? Ich habe auch eine Frage. C-Script und Python sollen parallel laufen? Mhm. Wir lösen kein C-Script ab. Die Kompatibilität aller Installationen, aller Kunden ist gegeben und wird nicht geändert. In der Print Cloud, wenn Python komplett fertig ist, könnte sein, dass es die dringende Empfehlung gibt, Python zu verwenden. Genau. Aber das war es dann auch. Genau. Muss sich also kein Kunde um irgendwie Sorgen machen, dass dann die C-Skripte nicht mehr funktionieren. Das bleibt so, wie es jetzt ist. Aus Entwicklersicht wird es dann mit einer Python-Integration auch eine bessere Möglichkeit geben, um Code zu debuggen? Ich kenne die Antwort, ich würde aber vorschlagen, das nochmal mit dem Team die Frage zu stellen. Da gibt es doch einen Vortrag, oder? Oder war der schon? Also in den Vorschlag Brünn Komet. Ich gebe eine halbe Antwort. Wir quälen das arme Team mit dieser Frage jedes Jahr. Und?